So, du kommst schon mal mit dahin und wir gucken uns mal die Schrotblätter an. Wobei ich mir gedacht habe, die wird auch wieder 20.000 kosten oder so. Bumerang ist tierisch billig. Netzgewehr ist tierisch billig. 15.000. Zing. Nein. So. X. Ja, X ist schießen. Wie viel Schuss haben wir? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir haben sehr viel Schuss. Und wir können das Ding auch mitnehmen. Ja, doch. Einziger Haken ist, wir finden so häufig Sachen, die wir mitnehmen wollen. Plump. Wir finden so häufig Sachen, die wir mitnehmen wollen, dass wir das Gewehr mal ablegen müssen. Ich hätte gerne Bomben und einen Fallschirm. Weil der Fallschirm sich automatisch ausklappt, sobald... Boom, boom. Das war knapp. Oh, warte mal. So. Achso, du brauchst einen Schlüssel. Hey. Und da oben ist eine Riesenspinne. Mal gucken, wie viel so eine Riesenspinne aushält. Oh oh. Ich weiß, was du vorhast. Doofe Riesenspinne. Sehr schön. Also ist machbar, aber ist auch ganz schön risikobehaftet. Oh, man kann in der Luft springen. Erschießen. Warte mal. Wenn ich jetzt runterfalle und schieße, kriege ich dann vielleicht keinen Fallschaden. Zing. Da war was Blutendes drin. Also das Gewehr gefällt mir von Sekunde zu Sekunde besser. Können nur nicht nach oben schießen, okay. So, Problem Nummer 1. Sachen auf See sammeln, wie zum Beispiel das Frauchen hier. Mal runter. So, du kommst mit. Und jetzt teste ich das. Ich habe den Fallschirm. Genau. Ich wollte eigentlich testen, ich springe runter und kurz bevor ich auf den Boden aufschlage, schieße ich. Geh mal weg da. So. Nein! Also ich hätte nicht gedacht, dass die rechte Kiste explodiert, wenn die linke ein Dreiviertel Bildschirm weiter entfernt ist und explodiert. Aber gut, das hätten wir dann auch gelernt. Und danach in die Stacheln gespießt und noch ein Pfeil auf den Kopf. Hammertot. Ja. Ah. Wollen wir jetzt schon die Daily versuchen? Nee, die Folge ist gerade mal 5 Minuten lang jetzt. Einmal rein. Nicht mal 5 Minuten. So, also. Das ist noch ein Warmwertleben. Ganz schön gut Gold am Anfang. So, du bist tot. Du dürftest nicht schießen. Richtig. Lauf, 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 lauf. Du könntest ein Skelett sein, bist du aber nicht. Das ist eine richtig schöne Ecke hier. Kommen wir da irgendwie rüber? Na komm, springen wir. So. Flum, 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 flum. Du könntest ein Skelett sein, bist du nicht. Komm, pass, sehr schön. Die peitsche ich mal, weil ich hier nicht genug Platz habe zum Werfen. Schon 10.000 Gold. Und gleich noch eine Kiste und noch eine Kiste und überhaupt. Tagesquest und so. Zing. Fallschirm. Dicht da oben. Können wir nicht ordentlich auslösen, richtig? Wenn ich die Kiste jetzt schmeiße, fällt es mir auf den Kopf und ich kriege Schaden. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber nicht hundertprozentig, deswegen teste ich es. Das war nach unten. Au, ja. Okay, Kisten sind schwer genug, um mir Schaden zu machen. Hätten wir auch gelernt. Wobei, ich glaube, das hatte ich schon mal probiert. Das werden wir nicht wegschieben können. Den bomben wir uns doch mal hier durch. So. Flup, flup. Boah, ist hier viele Edelsteine auf der Etage. Das ist echt der Hammer. Du
warte mal hier unten. Naja, nicht so. Nein. Lebst du noch? Mist, ich wollte das hier machen. Das war gleich wieder doppeltes Risiko. Weil ich habe eine Vase kaputt gemacht mit dem Enterhaken nach oben schmeißen. Und da hätte wieder ein Gegner drin sein können, was dann wieder Schadenspunkte kostet hätte. Okay, dann halt so. Du kommst mit. Außer hier ist eben gleich noch ein Kali-Dingens. Muss noch langsam uns beeilen. Ne, da ist nichts. Okay, dann komm mit. Rein da. Flupp. Kein Küsschen. Oh, Schlüssel und gleich Dingens. Peitsch. Das ist doch mal sehr nett. Kriegen wir ein schönes. Ein Auge des Horus. Damit sehen wir doch eigentlich die Sache an der Wand, oder? Nö, anscheinend nicht. Sonst hätten wir jetzt überall schon Steine in der... Oh, da sind Steine in der Decke. Wir hätten gerne dich. Und wir hätten gerne dich. Dann würden wir eigentlich ganz gerne das da wegspringen. Hops. Keine Verbindung, aber wir haben genug Bomben. Aber wenn wir hier sprengen, dann dreht der Typ da oben wieder durch. Na gut, dann halt hier sprengen. Haben wir noch genug Bomben und so? Wusch. Können wir dich verschieben? Nein. Das ist nicht gut. Wisst ihr was? Das hier ist eh nur ein Testleben, weil es keine Tagesquest ist. Deswegen werde ich jetzt hier bomben und ich werde gucken, was der... Ja, Shopkeeper kommt gleich zu uns. Weil ich habe von jemandem gehört, dass wenn ich Shopkeeper sauer mache, dass dann auch ein zweiter Shopkeeper beim Ausgang auf uns wartet und uns nicht rauslässt quasi. Das würde ich gerne mal testen. Und wir sind gar nicht angegriffen worden? Das ist komisch. Warum hast du uns nicht angegriffen? Ha. Also ich kann mich noch erinnern, wir waren einmal bei so einem Shop und da war er hier und wir hatten 5 Wände links von ihm oder rechts von ihm Platz, wo nichts war. Dann haben wir eine von den Wänden weggemacht und er ist ausgetickt. Und jetzt haben wir ihm fast den Fußboden unter den Füßen weggerissen und der macht gar nichts. Komischer Chaos. Na gut, zu der da oben werden wir nicht kommen, bevor der Geist kommt. Das heißt, Geronimo. Rubine da wäre noch ganz schick. Ja, komm, dich holen wir raus. Pickaxe wäre ganz schick. 1600. Warte mal, wie teuer ist eine Bombe? 10 Bomben kosten 10.000, also kostet eine Bombe 1.000. Oh, Geist. Das heißt, wenn wir mit einer Bombe mehr als 1000 Gold machen, rentiert es sich irgendwie. Solange wir halt noch genug Bomben haben für etwaige Notfälle. Da sind schön viele Edelsteine unten. Oh, zu lange gewartet. Spinne oben. Flupp. Ist ein Shopkeeper und da ist so ein eingebundelter Shopkeeper. Die verstehe ich nicht. Aber ich teste jetzt noch was aus. Theoretisch dürfte er ja nicht rauskommen können. Aus seinem Loch da unten. So. Ist er jetzt ruhig? Ja, jo, der ist tot. Da oben. Ja, komm. Spinn mich an. Ne, kommt nicht. Es gibt sehr viele Edelsteine. Okay, wir bräuchten einen weiteren Ausgang. Hier. Oh, die Schrotflinte hätte ich mitnehmen können. Hat sie das überlebt? Ja, hat sie. Puh. Da unten ist ja noch einer. Achso, ne. Das ist derselbe. Noch mehr Bomben. Wir haben 6 Bomben, okay.
1. So. 2. Geronimo. Piu, piu. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Nö, hier ist kein Shopkeeper. Au. Ja. Okay, soviel zu der Theorie. Das heißt, man kommt einigermaßen raus, wenn man nur genug Shopkeeper umbringt. Ach nee. Der hat sich aufgespießt. Wie geil. Also, natürlich ist das nicht schön. Es ist nicht schön, wenn Leute sich aufspießen. Für uns allerdings gerade ist das doch recht praktisch. Das da oben wurde nicht weggesprengt. Das ist nicht so schön. Kommen wir da jetzt am besten ran? Hier, ne? Ja, würde ich auch sagen. So. Das hätten sie auch gehen können. Zing, 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 zing. Warum kann ich die nicht... Ah, so. Kann ich so fliegen? Nein. Ich kann runterschweben. Geist kommt, genau. Wo ist meine Schrotflinte? Nicht hier. Haha. Du rein da. Will ich was testen? Ja, okay, war irgendwie klar. Aber versuch was wert. Ich kann hier nichts machen. Hat sie gerade die Schrotflinte geküsst? Das fände ich irritierend. Kaputt. Piu. Können schweben. Ihr nicht. Hops. Oh. Schnell aufheben. Piu, 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 piu. Ach ja, wenn man so richtig gut aus. Oh oh. Das wäre richtig, richtig viele Bomben. So. Was ich eigentlich wollte, war so zu machen. Oh oh. Willst du dein Verbrechen bezahlen? Was? Oh. Hey, ich habe ihn angeschossen und sein Gewehr ist runtergeflogen. Also muss ich ihn eigentlich nur einmal treffen und dann draufhalten, weiter draufhalten, dass er nicht wieder an seine Waffe kommt. Jo, okay. Reicht mir an Training. Auch wenn das letzte Leben wieder ziemlich chaotisch war. Wir wollen jetzt allerdings ins Hauptmenü und wir wollen jetzt die Tagesquest versuchen. Tagesaufgabe. Und richtig schön konzentriert. Mit Hände schwitzen und zucken im Auge und allem. Tschakka. Also, alle Vasen von einem wegschmeißen. Schädel können immer Skelette sein. Wenn es keine Skelette sind, ist der Schädel ein praktisches Zerstörding. So. Fallen sind alle ausgelöst. Dich können wir mitnehmen. Fledermäuse sind doof. Das ist ein wichtiger Hinweis. Immer wieder sagen, Fledermäuse sind doof. So. Die Falle da oben lösen wir nicht aus. Das kommt alles mit. Irgendwo eine Blondine übersehen. Ne, da ist der Eingang. Du kommst mit. Fledermaus ist doof. Ein zurückspringender Pfeil kann sehr schmerzhaft sein. Wo ist der Ausgang? Ne, wir laufen außen rum mit dir. Ruhig zwischendurch ein bisschen schneller, damit wir nicht so schnell einen Geist haben. Fledermaus ist doof. Blondine ist besser. Oh, ich wollte dich eigentlich unterwegs auffangen, aber es hat nicht so geklappt. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Blondine im Sack. Gold, Gold, Gold. Sehr schön, 10.000 Gold. Sprengen? Ja, sprengen wir mal. Aber nichts wirklich Tolles. Nö, komm, raus hier. Das war sehr schön. So kann das echt bleiben. Knutschi, ein Herz mehr. So. Das ist jetzt gemein. Gleich diese doofe Falle da. Okay. So.
Gut, dass da kein Shopkeeper oder ähnliches war. Kommen wir da irgendwie zurück? Gucken wir mal. Oh, und ein Idol. Das könnte schön Gold bringen. Bomben. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir so einfach dahin links zurückkommen. Deswegen springe ich mich jetzt hier durch. Schnapp mir das Tiki-Symbol. Natürlich nicht sofort, sondern später. Peitsch, peitsch. Wo verstecke ich mich vor dem Tiki? Oh. Erstmal ist da oben eine Spinne, die kommt gleich runter. Sehr gut. Die Kugel könnte gleich den Kali-Schrein da zerstören. Da kommen ganz viele Spinnen raus. Das finde ich so schön. Ich schmeiß einfach. Nee, ich glaube, ich gehe hier hoch. Da oben. Nein, Fallschaden. Das weiß ich so schön. Aber ich sollte mich beeilen, sonst kommt gleich Geist. Also, wir schnappen uns das Ding. Und laufen. Nein. Warum nur? Ich bin zu feiner Paste zermahlen worden. Okay, wir sollten nicht auf irgendwelche Grundstücke bauen, die schwer zu erreichen sind, sondern wir sollten einfach ein Seil in die Decke schmeißen und da hochklettern. Das wäre ein Ticken einfacher, glaube ich. Aber gut, gucken wir mal, wie schlecht ich abgeschnitten habe. Jo, man sieht mich nicht mehr. Isolation ist wieder ganz oben. Ich bin der Dritte von unten. Mist. Ja, das war definitiv kein guter Run. Also die erste Etage war super, das erste 1-1-Minen-Ding. Aber jetzt, das war doof. Ich hätte wirklich das eine oben schmeißen sollen. Aber gut, so lernt man dazu, das passt alles. Und wir sehen uns morgen wieder für neues Training und neue Daily. Also dann, bis dann.